Es ist wieder soweit. Die öffentlich-rechtlichen Medien haben sich endlich wieder getraut, Tino Chrupalla einzuladen. Und das schauen wir uns nun genüsslich an. Doch eins vorab, bei dieser Show kam es zu einem gigantischen Problem. Ja, etwas ging gewaltig schief. Denn Frau Mioska ist es nicht gelungen, Tino Chrupalla öffentlich zu vernichten, sondern ganz im Gegenteil. Denn jedes Mal, wenn sie ihn versuchte, negativ festzunageln, konnte sich Chrupalla mit Charme und Humor problemlos befreien, sodass er sogar das ganze Publikum in seinen Bann zog und alle zum Lachen brachte. Danach war die Stimmung einfach ruiniert, um Chrupalla zu lynchen. Und ich garantiere, ein Lanz hätte es niemals zugelassen, dass seine Show derart abgleitet. Zusammengefasst kann man also deutlich sagen, wenn es wirklich darum ging, der AfD die Suppe zu versalzen, dann hat man hier das Gegenteil erreicht. Und bitte fragen Sie mich nicht wie, aber selbst schwere Sexismusvorwürfe gegenüber der AfD konnte Chrupalla wie auf magische Art für sich in Pluspunkte verwandeln, sodass man sich doch wirklich fragen muss, war die Moderatorin einfach nur eine Vollniete oder ist Chrupalla mittlerweile zu einer rhetorischen Bestie mutiert? Das schauen wir uns jetzt an. Los geht's! Kommen wir zu dem Programm des aktuellen Europaspitzenkandidaten. Den würde ich Ihnen jetzt gerne auch noch mal nicht vorenthalten wollen. Maximilian Krah hat in einem neuen Buch, das heißt Politik von rechts, erschienen am 1. Juli 2023, Folgendes geschrieben. Ich lese vor: Der durchschnittliche Intelligenzquotient von Frauen ist dem der Männer nahe, wenngleich anders verteilt. Ja, Sie lachen. Steht hier. Die Glockenkurve der IQ-Verteilung bei Frauen ist schmaler. Es gibt also weniger gering, aber auch weniger Hochbegabte als bei den Männern, weshalb es keine Frauendiskriminierung ist, dass es weniger Frauen unter Nobelpreisträgern, Mathematikprofessoren oder DAX-Vorständen gibt. Da steht, Frauen sind von Natur aus für Spitzenpositionen nicht geeignet. Also, was könnte Ihre... Wo steht das mit den Spitzenpositionen? Nein. Oder haben Sie das jetzt... Nein, das... Da steht nämlich ja da jetzt nicht mehr. Weniger Frauen unter Nobelpreisträgern, Mathematikprofessoren oder DAX-Vorständen. Das sind Spitzenpositionen. Ach so, aber das war meine Übersetzung ist... Okay. In Wahrheit sagt er, rein biologisch von Natur aus sind Frauen für Spitzenorganisationen nicht geeignet. Ja, gut, wie er das meint, das müssen Sie Maximilian Krah selber fragen. Und nochmal, sein Buch ist nicht das Partei- oder das Europaprogramm der AfD. Würden Sie ihn mal fragen, wie es um seinen Intelligenzquotienten im Bundesvorstand zu stehen? Über solche Dinge haben wir mit Maximilian Krah schon diskutiert und auch sicherlich nicht mit gut befunden, keine Frage. Das ist ja, es ist nochmal, es ist Ihr Spitzenkandidat für die Europawahlen, das ist seine tiefste Überzeugung. Nochmal, das muss er selber beantworten, ob das seine tiefste Überzeugung ist. Ich kann das nicht bewerten. Ich weiß auch nicht, ob er das Buch selber geschrieben hat. Auch das musste man vielleicht mal fragen. Bevor ich was dazu sage, würde ich gerne noch, also das Zitat geht noch weiter, das Ach so, möchte ich gut. Ihnen auch nicht vorenthalten. Merkt ihr, wie Frau Mioska die Kontrolle verloren hat? Sie hat es nicht geschafft, eine ernsthafte Atmosphäre zu erzeugen. Obwohl das Thema, und das wissen wir alle, purer Sprengstoff war und ist. Und was glaubt ihr, hätte Lanz mit diesem Material gemacht? Ich sag euch, Lanz hätte todernst gesagt. Finden Sie das lustig, Herr Chrupalla? Dass Millionen von Frauen, die für ihren gesellschaftlichen Respekt, Anerkennung für ihre Rechte gekämpft haben, nun von ihren wichtigsten Europaabgeordneten gedemütigt werden? Ist das wirklich ernst? Ist es das, was die AfD aus Deutschland machen will? Und wenn Chrupalla dann gesagt hätte, Herr Lanz, dann müssen Sie den Herr Krall am besten selber fragen. Dann hätte Lanz diese Krallen rausgeholt und sofort fixierend losgelegt. Nein, 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 nein. Damit lasse ich Sie bestimmt nicht davonkommen, Herr Chrupalla. Glauben Sie ernsthaft jetzt hier in unserer Show, dass Sie sagen können, so ein frauenfeindliches Verhalten, so ein abwertendes Verhalten gegenüber den Frauen, ist nicht Ihr Problem? Sind Sie nicht immer der, der sagt, Sie wollen die AfD auf einen bürgerlichen Kurs bringen? So lasse ich Sie jetzt nicht davonkommen. Und dann hätte er sich irgendeinen seiner Show noch dazugenommen, die voll auf den losgegangen wäre. So hätte das doch auf jeden Fall ausgesehen. Stattdessen sehen wir Mioska wie so eine Schmusekatze. Aber genug geschwafelt, schauen wir uns den nächsten kläglichen Versuch an, wie man auf Chrupalla Kuscheltiere schmeißt.
Vorher jedoch vergessen Sie nicht, diesen Kanal nun zu abonnieren, denn täglich werde ich für Sie die besten Inhalte, runtergebrochen, perfekt für Sie vorbereiten, damit Sie Ihre Zeit effektiv nutzen können. Und treten Sie meinem Telegram-Kanal bei. Link in der Beschreibung. Weiter geht's. Würde ich gerne noch, also das Zitat geht noch weiter, möchte ich Ihnen auch nicht vorenthalten. Der Befund bedeutet zugleich, dass es keinen Grund gibt, Frauen vom Berufsleben auszuschließen, immerhin. Ja, immerhin, nicht? Es wird besser. Achtung, das korreliert mit dem Umstand, dass Hausarbeit dank der modernen Hausgerätetechnik nicht mehr ansatzweise so zeitaufwendig und anstrengend ist wie noch vor 50, 80 Jahren. Es wäre daher eine Vergeudung von Kraft und Talent, Frauen auf die Rolle als Haushälterin zu beschränken. Da bin ich jetzt sehr froh, dass ich hier sitzen darf und Sie interviewen darf, weil ich jetzt einen Staubsaugerroboter zu Hause habe. Ja, aber sehen Sie, damit hat er doch. Ja, aber damit hat er doch einiges relativiert mit der Aussage. Nichts. Ja, aber nichtsdestotrotz, ich meine, ja, überflüssig. Wie wäre es mit Buch lesen, bevor der Spitzenkandidat wird? Also damit Sie so ein bisschen im Bilde sind, was der so von sich gibt. Ja, ich fange jetzt nicht an, alle Bücher, die irgendwelche Politiker verlegen, zu lesen, bevor ich den als Spitzenkandidat... Nochmal, ich weiß ja nicht mal, ob er dieses Buch selber geschrieben hat. Das kann ich Ihnen nicht beantworten. Die Fragen zu diesen Inhalten des Buches muss er schon selber beantworten. Das ist nicht meine Aufgabe als Parteivorsitzender. Ich weiß nicht, ob er es selber geschrieben hat. Was ich aber weiß, ist, dass Ihr Ehrenvorsitzender Alexander Gauland dieses Buch adelt, weil er nämlich ein Vorwort geschrieben hat. Und in diesem Vorwort steht, dass dieses Buch geradezu eine Raison d'être für die AfD sei. Eine Daseinsberechtigung. Nun gut, es wird sicherlich Inhalte in dem Buch geben, die das bestätigen. Aber nochmal, es ist keine Programmatik der Partei, dieses Buch. Es ist die Einzel- und Privatmeinung von Maximilian Krah. Aber ich sehe Sie ein bisschen entsetzt. Also so ein Tick entsetzt sehe ich Sie. Nochmal, mein Geschmack ist es nicht. Das habe ich ja gerade deutlich gemacht. Mhm. Die ganze Show war genauso harmlos, wie ihr das gerade gesehen habt. Klar, später kamen noch ein paar Gäste zu Verstärkungen zu, aber alle hatten sie Krallen aus Zuckerwatte. Ich glaube, Frau Miosga versteht es noch nicht, wie man einen Zangenangriff plant oder wie man ein starkes Team zusammensetzt. Oder vielleicht ist sie einfach viel zu gut erzogen und hat noch viel zu viel Anstand für so eine Show. Aber auch die späteren Informationen, und die hatten ja eine ganze Woche Zeit, sich vorzubereiten, waren einfach nur flach und kein bisschen emotionalisiert. Im Gegenteil. Sie wollten mal wieder die Europapolitik benutzen, um vor der AfD zu warnen. Aber jeder, der die D-Mark kannte und nun den Euro hat, der sieht doch, dass wir alle an Kaufkraftverlust leiden. Deshalb ist dieses Geschwafel, Deutschland profitiert am meisten von der EU, einfach nicht glaubwürdig. Was viel mehr hier läuft, ist, dass wir die Schulden aller Länder übernehmen. Und das merkt man. Während sich also die Südländer neue Infrastruktur holen, Institute aufbauen und in Immobilien, Sozialprojekte alles schön reinbuttern, ist der Deutsche am Ende der Gelackmeierte, wenn diese Schuldenbombe platzt. Ja, Staatsanleihen kaufen durch gedrucktes Geld erzeugt Inflation. Also mein Fazit für diese Sendung, sehr, sehr schwach. Die AfD konnte problemlos punkten. Und dafür freut man sich natürlich auch. Aber wenn ich weiß, dass Tino Chrupalla in den öffentlich-rechtlichen Medien auftaucht, dann erwarte ich eine epische Schlacht, wo er wieder wachsen kann und sich beweisen kann. Naja, man kann ja nicht jedes Mal einen Blockbuster erwarten, oder? Und falls ihr trotzdem noch eine gute Schlacht sehen wollt, empfehle ich euch Gregor Gysi gegen Agnes Flaggschiff-Zimmermann bei Maschberger. Da hat's gefetzt. Einfach hier klicken und die Reise geht weiter. Ich danke euch fürs Zuschauen. Wir sehen uns das nächste Mal. Bis dahin. Ciao.